When Crisis strikes, the universe turns to one superhero. One of great strength and moral character. Quick wit and inventive avarice. Incredible speed and flexibility. But most importantly, floppy ears and a big gun. Oh yeah, Freunde, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Jazz Jackrabbit. Oh ja, yeah, Freunde, und ich freue mich ganz besonders auf diese Folge, denn die Demo beginnt schon wieder. Nein, darauf freue ich mich nicht. Warum ich mich so sehr auf diese Folge freue, ist ganz einfach. Der Kabelsalat ist hier gerade wieder ganz komisch. Nein, auch darauf freue ich mich nicht. Ich freue mich deswegen so sehr, weil wir nicht nur dieses ultra mega coole Intro hatten mit der CD-Version. Nein, die CD-Version beinhaltet noch was viel cooleres. Passt mal auf. Wir gehen nochmal rein und wir sehen, wir können auf die Bonus-Level alle zugreifen, einerseits. Und das ist noch viel cooler, wir haben 3 weitere Episoden, ja. Wir haben White Rabbit, Turtle Soup und Outer Death World. Aber das juckt uns heute erstmal gar nicht, denn wir gucken uns heute Episode 2 Ballistic Bunny an. So, die Episode sieht schon mal ziemlich vielversprechend aus, obwohl ich glaube, diese Gegner kommen nicht einmal drin vor. Egal, wir hüpfen in die Episode rein und laden somit das erste Level. Das da lautet Letni. Und nach etwa 20 Jahren ist mir aufgefallen, dass Letni rückwärts gelesen Intel heißt. Ja, also jetzt heißt es hier nicht Intel Inside, sondern sowas eher wie Jazz Jackrabbit Inside. So, und jetzt haben wir diese kleinen Viecher da oben an der Decke. Wie die heißen, weiß ich nicht, aber ich nenne sie immer liebevoll kleine Bastarde. Aus dem einfachen Grund, weil es kleine Bastarde sind. Oh, wie ich diese Viecher hasse. Und ich glaube, Freunde, die könnten echt der Grund sein, warum wir mehrmals auf diesem Planeten krepieren werden. So, jetzt guckt euch mal diese Verarsche an. Hm? Ja, einerseits wurden wir jetzt gerade getroffen, aber andererseits, wir können die nicht treffen. Der Blaster ist zu klein. Jazz kann nicht hoch genug schießen, weil sein Kopf im Weg ist. Aber kein Grund zu verzagen, Freunde. Wir haben ja immer noch den Toaster. Und der Toaster, der wamst einfach alle mal weg. Einfach, weil sie es verdient haben. So. Schön, dass wir das geklärt haben. Und euch ist sicherlich auch schon aufgefallen, dass hier einerseits viele Röhrenbildschirme stehen, die wir alle zerschießen können. Und andererseits ist Letni im Grunde genommen einfach nur ein riesiger PC. Also ein Planet, der im Grunde genommen ein PC ist. Interessant. Sehr cool. Das Theme ist ziemlich cool, diese kleinen Bastarde eher nicht. So, die können wir wirklich nur mit dem Toaster oder dem Launcher treffen. Moment, so. Schweben wir einfach mal nach oben. Was ist das eigentlich? Ein Ventilator? Eine Lüft... Ne, Ventilator eigentlich nicht. Ist eine... Vielleicht ist es ein Staubsauger. Ein ziemlich krasser Staubsauger. Vielleicht soll es einfach auch nur so eine Luftkühlung sein, so ein Lüfter für den PC. Wer weiß, wer weiß. Wobei ich mich gerade frage, wer braucht jemals so einen so großen PC? Na gut, vielleicht jemand, der Tetris auf höchsten Grafikeinstellungen spielen möchte. Wer weiß? Weiß, wisst ihr es? Ja, gut, das wird wahrscheinlich nicht der Grund sein. Aber... Mensch, da müssten echt viele Spiele raufgehen können. Wie zum Beispiel Jazz Jackrabbit. So. Hilfe, Hilfe. Nein, nicht wegsaugen. Na, Hilfe, Hilfe. Weg mit dir. So. Der kleine Drecksack ist weg. Das ist alles, was zählt. Und alles einsammeln. Wir wollen hier nichts, wir wollen hier nichts übersehen. So, auch nicht die Möhrchen, obwohl wir gar nicht mal nötig haben. So, und pass mal auf, Freunde. Yeah! Oh yeah, wieder auf Speed. Ja, oh Mann, bei dem will ich ja schießen. Der hat's verdient. Runter. Oh, oh. Na komm schon. Oh, verdammt, egal. Wir sind erstmal wieder hier oben und alles wegballern. Und die Wirkung des Speedboosts lässt nach. Gut. Alles frei? Okay. So, jetzt nehmen wir einfach mal Anlauf, jumpen hier hoch. Verlieren unseren Schild, weil da wieder ein kleiner Bastard im Weg stand. Sammeln hier die ganze Muni für den Launcher ein. Alles wird eingesammelt. Wir wollen hier nichts zurücklassen. Und da drüben, drüben hängt auch schon wieder unser guter Kumpel Albrecht ab. Ach, warte, den holen wir auch gleich. Aber ich will erstmal das da haben. So, so. Wir können hier sogar uns durchschießen. Interessant. Ein Level up, Freunde. Ein Level up und... Warum sind auf den Monitoren Augen drauf? Ist es jetzt Big Brother is watching you? Oder vielleicht Illuminati? Da, da, da. Ja gut, sollen sie mal machen. So, und fällt gerade auf, Albrecht sieht diesen Filter richtig cool aus. Oder hinter diesem Filter. Huh. Egal, keine Zeit verlieren. Weiter geht's. Und Albrecht, der ist für dieses Level ziemlich nützlich. Aus einfachem Grund, er kann die Deckenbastarde da. Ugh. Albrecht, dein Auftritt. Der kann die Deckenbastarde da eigentlich ziemlich easy abschießen. Und das ist doch schon mal sehr, sehr nice. Also finde ich jetzt gerade mal so, ne? So. Alles einsammeln, wie immer. So. Ach, Freunde, es tut echt gut, mal wieder aufzunehmen. Das hab ich echt vermisst. Ne? Also wer mich auf Twitter verfolgt, der hat ja die ganze Misere mitbekommen. Ja? Mein Laptop ist ja wieder zum zweiten Mal. Ugh. Innerhalb von 3 Monaten oder so, das kann hinkommen, kaputt gegangen. Es hat mich wahnsinnig gefreut. So, warte mal, der kleine Drecksack da geht mir jetzt ziemlich auf den Zeiger. So, ist hier irgendwas versteckt? Nicht? Ich habe die ganzen Monitore zerschossen für nichts und wieder nichts. Ach, gut, dann eben nicht. Oh, wir sind schon beim Ziel. Das Level war irgendwie... ziemlich kurz, aber wir haben alle Items gefunden. Nice. Sogar fast alle Gegner getötet. So, weiter geht's. Albrecht. Ja, komm schon. Na, okay, gut. Machen wir es einfach mal so. Nice. So. Man kann sich auch ziemlich auf den Launcher verlassen, wie gesagt. Was die kleinen Bastarde hier angeht, aber andere Gegner gab es jetzt... Rapid Fire nehme ich sofort. Andere Gegner gab es hier, glaube ich, jetzt auch gar nicht, ne? Es sind wirklich nur diese kleinen Bastarde, aber ganz ehrlich, mehr Gegner braucht man auch nicht. Die gehen schon genug auf den Sack. Wenn ich das mal so formulieren darf. Nee. Okay, einmal hier hoch. Einmal hier hoch. Ach. So, und... alles einsammeln. Ich will alles eingesammelt haben. Oh, okay, okay. Ich weiß, ich habe gesagt, ich mache keine 100% und daran werde ich mich auch halten. Einfach aus dem Grund, ich habe keine Ahnung, wie ich die 100% bekomme. Ich habe keine... Es gibt hier so viele versteckte... es gibt so viel versteckte... so viel versteckten Stuff. Ja, und... Ich werde garantiert immer wieder was übersehen und da werde ich auch nicht so sehr Bock drauf haben, immer wieder jeden kleinen Millimeter abzusuchen. So. Warte. Dankeschön. Wir gehen nochmal hier nach oben. Denn hier muss doch irgendwas noch versteckt sein. Noch ein Albrecht. So. Ist hier unten irgendwas? Hier unten ist tatsächlich was. Ich glaube, das ist jetzt der super mega awesome Power-Up-Geheimweg. Nice. Runter, runter, runter. Okay. Ein Monitor, der uns den Weg versperrt. Weg damit. Vielleicht sollte ich, ich glaube, ich sollte mir irgendwie den Planeten Letni als als PC zulegen. Ja, dann geht mir wahrscheinlich auch nicht allzu viel immer kaputt, obwohl er weiß. Weil so viel, je ausgefeilter die Technik, desto eher geht irgendwas kaputt. Das kennt man ja. Ugh. So, pass mal auf. Pass mal auf. Nice. So, Checkpoint, nice Sache. Ich gehe erstmal hier lang. Ich gehe erstmal entgegengesetzt der angegebenen Richtung. Ach, ich kann hier drauf. Ich dachte, das sei Hintergrund. Okay. Warte mal, warte mal, warte mal. Kann ich hier... Das sieht irgendwie nicht gerade sonderlich freundlich da aus. Alles klar. So, was haben wir hier versteckt? Weitere kleine Bastarde. Und noch mehr. Wo kommt ihr eigentlich alle her? Was seid ihr überhaupt? Seid ihr irgendwelche Computerviren? Wo das eigentlich eine ziemlich alberne Darstellung wäre, aber auch die wären genauso nervig. Daher kann es eigentlich schon sein, dass diese kleinen Bastarde Computerviren sind. Aber das wären dann richtige Viren. Das wären dann richtige Lebewesen. Interessant. Wo lang? Ich glaube, ich gehe erstmal nach... Ich gehe, glaube ich, doch erstmal nach oben. Ich will... Auch wenn ich gesagt habe, ich nehme nicht alles mit, ich will doch möglichst viel mitnehmen. So, was haben wir hier oben versteckt alles? Nur weitere Bastarde. Ein One-Up. So. Noch mehr Muni. Und... Ja. Ekelhaft. So. Und jetzt heißt es einfach durchrasen. Ich gehe in dieser Welt ziemlich vorsichtig. Ich taste mich immer ziemlich vorsichtig voran, weil ich habe immer Angst, mich von diesen Bastarden treffen zu lassen. Und wenn das passiert, dann ist Albrecht weg. Und der ist doch schon eine ziemlich nützliche Waffe gegen diese kleinen Viecher. Okay. Dann ein Stockwerk runter. Ich gucke gerade immer auf die Zeit, ne? Also ich habe immer ein bisschen Bammel gerade. Dass die Zeit abläuft. So. Hier waren wir, ne? Mhm. Hilfe! Oh mein Gott, der Luftstrom ist zu groß! Da komm schon! Hoch da! Jazz, please! Du bist ein Hase! Gut. Irgendwie hat das doch geschafft. Mit genug Anlauf ist alles möglich. So. Den kleinen Penner mit dem Launcher nochmal ausgeschaltet. Und ich habe schon wieder... Das ist wieder ein Haar, was ich in der Fresse habe. Meine Phrasen. Warte mal, ist das wirklich... Ah, so. Warte mal, dann kämen wir von dort oben. Ah, okay. Da waren wir eben gerade schon gewesen. Alles klar. Wie gesagt, ich taste mich immer langsam und voller Panik voran. Launcher. Ich glaube, ich lasse den Launcher jetzt auch ausgerüstet. Runter? Ne, es gab doch noch einen Weg. Ja, hier. Zeit. Nice. Eine Minute dazu bekommen. Und diese Stoppuhr, beziehungsweise diese Sanduhr ist es ja eigentlich. Die wird noch unser größter Freund später in den Bonus-Games. Ja, ich habe schon mal alle Bonus-Games einfach mal so just for fun einfach mal durchgezockt. Was ist denn hier? Oh mein Gott. Luftstrom nach Luftstrom eingeschaltet, ey. Hey, von hier kommen wir. Alles klar. So, jetzt müssen wir durchrasen. Wir haben nicht mehr allzu viel Zeit. So. Ach, kommt schon. Oh, da. Waren wir hier? Na, keine Ahnung. Hier ist auf jeden Fall gar nichts. Ich wurde einfach nur verarscht. Okay. Ich sehe schon. So. Affe. Der hat mir meinen Schutzschild weggenommen. Dankeschön. Vielen Dank für gar nichts. So. Ich habe jetzt einfach nur aus Spaß gegen die Wand geschossen. Ich wusste jetzt nicht, dass hier ein... Ist das eine Abkürzung? Sag mal. Warte mal. Ich glaube, das Ding ist eine Abkürzung lediglich. Okay. Merken wir uns für eventuelle spätere Speedruns. Das ist eine Abkürzung. So. Hier haben wir dann noch eine ganze Menge kleiner Bastarde. Dann machen wir es einfach mal so. Einfach einen Hass entladen auf diese kleinen Viecher. Ich wäre jetzt doch ziemlich froh, wenn das Ziel langsam in Reichweite käme. Ja. Warte. Rapid Fire, nice. Oh Gott. Au. Tschüss. Oh Gott. Warte mal. Zeit ist abgelaufen eigentlich. Okay. Ich habe gerade übrigens das Bonus-Game gefunden. Sehr gut. Das heißt, vielleicht ist die Zeit eigentlich nur auf höheren Spielniveau, beziehungsweise auf höheren Schwierigkeitsgraden relevant. Interessant zu wissen. Gut, ich hab jetzt ziemlich viel hier herumgedamelt. Und ich sollte mich jetzt auch nicht beschweren, dass ich gerade eigentlich tot sein sollte, als aber nicht bin. So, und was ist das denn? Das ist das Ziel. Okay, gut zu wissen. So, damit haben wir auch Welt 1, Level 2 abgeschlossen. So. Warte mal. Episode 2, Welt 1, Level 2. So. Oh yeah, Freunde. Und jetzt fehlt eigentlich nur noch das Bonus-Game. Mhm. So, erstmal rennen wir zurück. Und mit vollem Anlauf rasen wir die eckigen Straßen hier entlang. So, 30 Juwelen müssen wir einsammeln. Da schaffen wir doch mit links. Ich bin froh, dass wir noch nicht hier auf Zeitdruck arbeiten müssen, ey. So. Und nach wie vor lässt sich Jazz immer noch ziemlich scheiße natürlich das Bonus-Game steuern. Aber es ist irgendwie machbar. So, und einmal hier rüber. Hier waren ja auch noch welche. Okay. Dann rennen wir einfach hier die Straße entlang. Was bist du denn? Gut, man kann dich nicht überspringen. Du bist sowas wie die Hand. Die Hand, die keinen durchlässt. Die dich zurückbouncen lässt. Alles klar, verstehe. More Juwelen. Nice, das fehlt. Wir haben alle. Oh yeah! Und somit landen wir nun auf Technoa. Ja, 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 komm. Wir befinden uns im Landeanflug. Schon recht. Und, oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, die muss ich noch gerade kaputt machen. Nee, geh kaputt. Mit dem Toaster gehen sie ziemlich schnell kaputt. Gut, merken wir es für die nächste Folge. Ich hoffe, ihr hattet für diese Folge Spaß gehabt, Freunde. Ich auf jeden Fall. Und darum würde ich an dieser Stelle sagen, ciao, Freunde. Das war's dann wieder für heute. Bis zum nächsten Mal. Schon Martin. Bis dahin.